Nächstes Kapitel, Vorsicht Gold. Großmutter hatte ein bisschen Sorge, aber Kasperl und Seppel blieben bei ihrem Entschluss. Sie wollten den Räuber Hotzenplotz fangen und Großmutter wieder zu ihrer Kaffeemühle verhelfen. Nur schade, dass sie nicht wussten, wo Hotzenplotz sein Versteck hatte. Wir werden es schon herauskriegen, meinte Kasperl, und nachdem sie bis Sonntagmittag angestrengt nachgedacht hatten, fing er auf einmal zu lachen an. Warum lachst du denn? Fragte Seppel. Weil ich nun weiß, was wir tun müssen. Und was ist das? Du wirst es gleich merken. Kasperl und Seppel holten die leere alte Kartoffelkiste aus Großmutters Keller und trugen sie in den Garten. Dann schaufelten sie die Kiste mit feinem weißen Sand voll. Und nun? Nun den Deckel drauf. Sie legten den Deckel auf die Kartoffelkiste und Kasperl holte ein Dutzend Nägel und einen Hammer. Da, zunageln, Seppel, aber so fest du kannst. Seppel nickte und ging an die Arbeit. Gleich mit dem ersten Hammerschlag drosch er sich auf den Daumen. Verflixt nochmal, das tat weh! Aber er biss die Zähne zusammen und nagelte tapfer weiter, als sei er ein staatlich geprüfter Kartoffelkistendeckelzunagler. In der Zwischenzeit holte Kasperl den dicken Malerpinsel vom Speicher und rührte in einem Topf rote Farbe an. Als er mit Farbtopf und Pinsel zurückkehrte, hatte sich Seppel gerade zum 57. Mal auf den Daumen geklopft. Der Deckel war festgenagelt. So, nun lass mich mal ran, sagte Kasperl. Er tunkte den Pinsel tief in die rote Farbe ein, dann schrieb er zu Seppels grenzenlosem Erstaunen mit großen, weithin leuchtenden Buchstaben an die Kartoffelkiste: Vorsicht, Gold! Was bedeutete das nun wieder? Seppel zerbrach sich den Kopf darüber, aber er konnte es nicht herausbringen. Weißt du was, meinte Kasperl, anstatt hier herumzuglotzen und Daumen zu lutschen, könntest du lieber den Handwagen aus dem Schuppen holen. Seppel lief in den Schuppen und brachte den Handwagen. Dann musste er Kasperl die Kiste hinaufheben helfen. Das war keine leichte Arbeit. Sie schwitzten und keuchten dabei wie zwei Nilpferde. Uff, stöhnte Seppel, und das am Sonntag. Nicht genug, dass es heute bei Großmutter keinen Pflaumenkuchen mit Schlagsahne gab, denn Großmutter hatte aus Kummer um ihre Kaffeemühle nicht gebacken. Nun mussten sie auch noch schwer arbeiten. Aber sie schafften es schließlich doch. Und was nun? Fragte Seppel. Nun kommt die Hauptsache. Kasperl zog einen Bohrer aus der Hosentasche und bohrte ein kleines Loch in den Kistenboden. Als er den Bohrer absetzte, rieselte Sand heraus. So, sagte Kasperl zufrieden, das hätten wir. Er spitzte mit seinem Taschenmesser ein Streichholz an, steckte es in das eben gebohrte Loch und verschloss es wieder. Seppel hatte ihm kopfschüttelnd zugesehen. Entschuldige, sagte er, aber da komme ich nicht mehr mit. Nein, sagte Kasperl und lachte. Es ist doch ganz einfach. Wir zwei fahren morgen früh mit dem Handwagen und der Kiste hinaus zum Wald. Dort liegt Hotzenplotz auf der Lauer. Wenn er uns kommen sieht, liest er die Aufschrift auf unserer Kiste und denkt, es ist Gold drin. Aha, meinte Seppel. Und dann? Dann will er die Kiste natürlich haben. Wir lassen uns überfallen und laufen davon. Hotzenplotz schnappt sich die Kiste und schleppt sie. Wohin wohl? Wie kann ich das wissen, Kasperl? Ich bin nicht der Räuber Hotzenplotz. Aber das lässt sich doch leicht erraten, Seppel. Er wird sie nach Hause schleppen in seinen Schlupfwinkel. Unterwegs aber läuft durch das Loch in der Kiste der Sand aus. Das gibt auf dem Waldboden eine feine Sandspur. Wenn wir nun wissen wollen, wo Hotzenplotz sein Versteck hat, brauchen wir dieser Spur nur zu folgen. Sie führt uns hin.
Wie gefällt dir das? Das ist großartig, sagte Seppel, das machen wir. Aber vergiss nicht, das Streichholz herauszuziehen, bevor wir weglaufen. Keine Sorge, rief Kasperl, du kannst dich auf mich verlassen, ich denke dran. Und er machte sich einen großen Knoten ins Taschentuch. Denn Knoten im Taschentuch sind oft schon recht nützlich gewesen. Nächstes Kapitel, Künstlerpech. Der Räuber Hotzenplotz nahm es mit seinem Beruf sehr genau. Im Sommer stand er wochentags immer pünktlich um 6 Uhr auf und spätestens um 7:30 verließ er die Räuberhöhle und ging an die Arbeit. Auch heute lag er seit 8 Uhr morgens hinter den Ginsterbüschen am Waldrand auf der Lauer und beobachtete durch sein Fernrohr die Landstraße. Aber inzwischen war es 9:30 geworden und noch immer hatte er keine Beute gemacht. Schlechte Zeiten, schimpfte der Räuber Hotzenplotz. Wenn das so weitergeht, muss ich mich allmählich nach einem anderen Beruf umsehen. Die Räuberei bringt auf die Dauer zu wenig ein und anstrengend ist sie außerdem. Er wollte sich eben, was er sonst während der Arbeitszeit höchst selten tat, eine Prise Schnupftabak genehmigen. Da hörte er auf der Landstraße einen Handwagen knarren. Nanu, dachte Hotzenplotz, liege ich etwa doch nicht umsonst auf der Lauer? Und er griff statt zur Schnupftabaksdose wieder nach seinem Fernrohr. Draußen auf der Landstraße bogen zwei Leute mit einem Handwagen um die Waldecke. Auf dem Handwagen lag eine große Kiste. Die Kiste schien schwer zu sein. Die beiden mussten sich mit dem Wagen ganz schön abmühen. Der eine war übrigens dieser Kasperl. Ihn erkannte man ja von weitem an seiner Zipfelmütze. Und der andere? Nun, wenn der eine von beiden der Kasperl war, konnte der andere nur sein Freund Seppel sein. Das wusste sogar der Räuber Hotzenplotz. Lieber wüsste ich freilich, was in der Kiste ist, dachte er. Aber halt! Trug die Kiste nicht eine Aufschrift? Was stand da mit roten, leuchtenden Buchstaben draufgemalt? Vorsicht, Gold, las der Räuber Hotzenplotz und er musste es gleich noch ein zweites und drittes Mal lesen, bevor er sicher war, dass er sich nicht getäuscht hatte. Nein, er hatte sich nicht getäuscht. Endlich lachte ihm wieder das Räuberglück. Vielleicht sollte er seinen Beruf lieber doch nicht aufgeben. Hastig riss Hotzenplotz seine Pistole aus dem Gürtel und spannte sie. Er ließ Kasperl und Seppel mit ihrem Wagen auf wenige Schritte herankommen. Dann sprang er mit einem Riesensatz auf die Straße hinaus. Hände hoch, brüllte Hotzenplotz, oder ich schieße! Es wunderte ihn kein bisschen, dass Kasperl und Seppel sofort Reis ausnehmen. Lauft nur, ihr beiden Helden, rief er ihnen nach. Hauptsache, dass mir die Küste nicht wegläuft. Er brach in ein schallendes Gelächter aus, schob die Pistole in den Gürtel zurück und machte sich daran, die Kiste gründlich von allen Seiten zu beschnüffeln. Sie ist zugenagelt. Ja, natürlich, es ist ja Gold drin. Ob ich sie wohl mal aufmache und hineinschaue? Lieber nicht. Ich muss sehen, dass ich hier wegkomme. Sicher sind Kasperl und Zöppel zur Polizei gerannt. Nicht etwa, dass ich Angst vor der Polizei hätte. Nein, bestimmt nicht. Ich bin ja der Räuber Hotzenplotz. Aber sicher ist sicher. Hotzenplotz lud sich die schwere Kiste kurzerhand auf den Rücken. Den Handwagen konnte er auf dem Weg durch den Wald nicht gebrauchen. Er stieß ihn mit einem Tritt in den Straßengraben. Prustend und schnaufend schleppte er seinen Raub durch das Dickicht in seine Höhle. Er hatte es mit dem Heimkommen so eilig, dass er gar nicht merkte, wie die Kiste auf seinem Rücken mit der Zeit immer leichter und leichter wurde. Denn Kasperl hatte im letzten Augenblick doch noch dran gedacht, das Streichholz herauszuziehen und nun
rieselte der feine weiße Sand ohne Unterlass durch das Loch im Kistenboden und bildete hinter dem Räuber Hotzenplotz eine dünne Spur. Daheim angekommen, stellte Hotzenplotz die Kiste auf den Tisch und nachdem er den Eingang zur Räuberhöhle von innen verriegelt hatte, holte er Hammer und Zange aus dem Werkzeugkasten und machte sich daran, die Kiste zu öffnen. Da er ein sehr erfahrener Räuber war, der sein Handwerk von Grund aus verstand, dauerte es nicht lange, bis er den Deckel aufklappen konnte. Er beugte sich über die Kiste und blickte hinein. Da erstarrte er. War es zu fassen? In der Kiste lag nichts als ein Häuflein Sand. Ganz gewöhnlicher, schäbiger, weißer Sand. Ha! Schrie der Räuber Hotzenplotz zornig. Man hat mich betrogen! Man hat mich zum Narren gehalten! Er packte mit beiden Fäusten seinen krummen Räubersäbel, stürzte sich auf die arme Kartoffelkiste und hackte sie kurz und klein. Auch den Tisch, der aus starken Eichenbohlen gezimmert war, schlug er in Stücke. Dann rannte er vor die Tür, weil er frische Luft brauchte. Aber was war das? Da führte doch eine feine Sandspur am Boden hin. Sie kam aus dem Dickicht und führte genau auf die Höhle zu. Hotzenplotz hätte kein so gerissener Räuber sein dürfen, um nicht sofort zu wissen, was er davon zu halten hatte. Er stieß einen greulichen Fluch aus. Der Kasperl und dieser Seppel wollen mich hinters Licht führen, knurrte er. Aber jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt können sich die zwei Burschen auf etwas gefasst machen. Rache! Rache!